Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Minecraft-Mod-Vorstellung. Quatsch. Zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft. Ja, und es ist auch gerade, wird auch gerade wieder Nacht, also drücke ich mal ganz kurz ins Menü. Ja, ich habe es diesmal auch nicht so viel Zeit zum Aufnehmen, also nehme ich jetzt vielleicht mal so zwei Folgen am Stück auf, aber ist auch nicht so schlimm. Letzte Zeit kamen auch nicht so viele Folgen mehr und ja, deswegen. Also ich hatte eigentlich nicht so viel Zeit gehabt, aber ist ja auch nicht so schlimm. Ich nehme mir ja immer auf, wann ich Lust habe. Will mich da auch jetzt nicht irgendwie festlegen an einem festen Upload-Plan. Ich mache es immer so, wie ich es gerade will. Und ja, und jetzt habe ich ja nochmal Texturen gewechselt. Also nicht mehr Janinecraft, sondern jetzt habe ich ja nochmal mich mal wieder entschieden, wieder meine Kraft zu benutzen. Und wir sind jetzt hier in Minecraft Remake-Texturen. Ich finde die einfach sehr schön, weil die auch viele alte Texturen beinhalten. Zum Beispiel auch diese Holzbretter hier. Halt auch noch von schon was älter. Ja, so, und ich würde sagen, genau, so, und ich würde sagen, wir haben ja jetzt mal schon mal angefangen hier so ein bisschen die Zäune zu platzieren und dann dachte ich mir, das wäre einfach in dieser Zeit, in dieser geringen Zeit, wo ich es noch aufnehme, ich habe ja gesagt, ich nehme jetzt diesmal nicht so viel am Stück auf, aber ich dachte mir, dass ich jetzt vielleicht trotzdem eine halbe Stunde, die ich jetzt insgesamt aufnehmen werde, also ich werde es in zwei Folgen wieder zurechtschneiden, dass wir dann in der geringen Zeitweg ein bisschen was geschafft kriegen. Hier spawnen auch überall Tiere bei uns in den Gehegen, obwohl wir eigentlich, genau, ach, da muss ja noch, müssen ja noch Kieswege hin. Ich habe mir auch mal ein bisschen neue Musik geholt. Insgesamt habe ich jetzt 4,3 Stunden Musik für Let's Play und für andere Minecraft-Videos und überhaupt für alle möglichen anderen Videos auch. 4,3 Stunden und ich finde das eigentlich, also das ist natürlich schon einiges und ja, damit es auch ein bisschen mehr Abwechslung hier ist. Deswegen, ich mach, schalte ich nochmal an und dann können wir auch anfangen. Ich mache mal ein bisschen leiser. So. So, dann können wir jetzt ja auch den Weg hier schon mal rausreißen. Ich glaube, das mache ich auch doch auch ein bisschen leiser. Dann reißen wir einfach mal die, ja, das so raus. Dann machen wir dann anschließend Kies rein. Kies haben wir auch noch genug da. Ich mache jetzt trotzdem erstmal hier beiden Seiten. Bevor wir jetzt da irgendwie großartig was anderes machen, erstmal die Wege. Müsste ja auch mal irgendwas abgeschlossen haben. Und, ja. Auch überhaupt das Gras hier und die Erde ist auch alles noch so alt, auch so ein bisschen rötliche Erde und so. Alles aus den alten Texturen halt wieder so neu aufgesetzt. Halt, heißt ja auch Remake. Und ich finde, es ist wirklich sehr schön. Können auch mit dem Steinschwert hier die Tiere mal umbringen, die hier drin sind. Die Schweine sind immer so flink, die laufen immer davon. Na, das Steinschwert ist kaputt. Gut, dann können wir das Eisenschwert ja weiter benutzen. Wo ist es denn? So. Ma weg, du Marder. Weg. So, das Huhn auch noch. Das Huhn auch. Ja, also wir müssen unbedingt hier was pflanzen, weil sonst spawnen ja. Hoffentlich spawnen die Viecher hier nicht drin, wenn wir irgendwie was bepflanzt haben. So wie zum Beispiel Weizen, trampeln auf dem Weizen rum. Aber ich glaube, die spawnen ja auch hier nur, weil hier gerade Grasblöcke sind. Sonst würden die, glaube ich, auch gar nicht spawnen. Glaube ich jedenfalls. So, dann können wir jetzt eigentlich auch den Kies hier auffüllen. Ich gucke erstmal, ob es auf der anderen Seite schon, ups, schon gemacht ist. Nee, da müssen wir auf jeden Fall noch hier die Löcher. Ja, klar, ich muss den Timer unbedingt einstellen. Ich hab schon wieder vergessen. Wäre auch ein Wunder, wenn ich es mal nicht vergessen würde. Aber, naja. So, im Graben. Mach ich es auf der anderen Seite auch wieder. Naja, gut. Ich reg mich jetzt einfach mal nicht auf, wenn ich mich verbaue, sondern versuche das einfach alles mal ein bisschen lockerer zu sehen. Ist ja auch, soll mir, ist ja auch, naja, soll ja auch Spaß machen. So. Außerdem können wir ja auch noch, wenn wir irgendwas brauchen, was wir pflanzen wollen, auch immer noch zum Dorf gehen. Ich glaube, da waren auch Karotten- und Kartoffelfelder noch. So, dann füllen wir jetzt mal die ganzen Gräben hier auf mit Kies. Aber wie ihr seht, ist auch ein bisschen anderer Shader. Wenn wir uns drehen, ist es halt so
sanfter Übergang. Das Shader-Pack habe ich mir mal selber so ein bisschen zusammengestellt. Wie so ein eigenes Shader-Pack einfach, weil ich finde das sehr schön. Also Shader-Pack, ich mag ja generell gerne diese sanften Übergänge. Und da dachte ich mir einfach mal, dass ich mir mal so ein bisschen modifiziere, damit es auch in Videos ein bisschen sanfter aussieht. Weil ich finde, es hat schon irgendwie manchmal ein bisschen geruckelt, habe ich das Gefühl. Und ja, okay. Und dann sehen auch 50 FPS gleich was flüssiger aus, als sie eigentlich sind. Obwohl 50 FPS sind ja auch recht viel. Aber ich finde es trotzdem eigentlich ganz gut, so wie es ist. Also ich mag die sanften Übergänge. Schleimbälle werden wir hierdurch auch mal genug bekommen. So, dann hätten wir das jetzt auch. Ach, schön, wie wir hier. Also, ich glaube, bei dieser kleinen Folge habe ich erst. Ich weiß nicht, wie lange wir schon aufgenommen haben. Ich denke mal, wir haben anfangs bestimmt, seitdem ich den Timer vergessen habe einzustellen, bestimmt 3 Minuten aufgenommen. Also, das schätze ich circa mal 5 Minuten. Und ich muss mal ganz kurz husten, also schalte ich mal ganz kurz das Mikro aus. Das ist ja auch, ja, wie immer eigentlich. So, da bin ich wieder. Ja, ich denke mal, so 5 Minuten haben wir bestimmt schon aufgenommen. Und in diesen 5 Minuten haben wir, schätze ich mal, mehr geschafft als in den ganzen letzten Folgen. So, die Gräben für die ganzen Sachen hier, die Wassergräben müssen natürlich auch noch, brauchen wir natürlich auch noch. Also werde ich das gleich mal machen. Also am besten erstmal die ganze Fläche von Gras befreien, was hier noch so absteht. So, dann können wir jetzt hier 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann kommt hier der Graben. So, 1, 2, 3, 4. Hier wieder ein Graben. Und 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Kommt genau hin, haben wir uns mal sogar mal was richtig Nützliches gebaut haben uns. Also ach, ich rede ja auch so einen Schwachsinn, bitte überhört das einfach. So, ich mache mal die Musik an, die ist gerade irgendwie ausgegangen. Wahrscheinlich bin ich außerdem am Headset auf die ta entsprechende Taste gekommen, die das Ganze ausschaltet. Ich klicke einfach mal hier irgendwo drauf. Mal gucken, ist ja egal. Ja. Ich nehme einfach mal das hier. Das war's schon. Das war aber kurz. Hatten wir das nicht schon mal? Ist das schon so oft? Ja, hatten wir. Ich nehme was anderes. Das hier. Das hatten wir nämlich, glaube ich, noch nie. Nee, das ist ja auch eins der neuen. So, Wasser. Ach nee, auf der anderen. Ich flippe hier auch schon aus. Ach, das war schon wieder. Das ist irgendwie. Naja, egal. Ach, machen wir es dann gleich doch nochmal. So, dann mache ich die Gräben mal ein bisschen rein hier. Bisschen rein. Die Gräben mal hier rein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. So, okay, ich rede hier auch die ganze Zeit irgendeinen Quatsch. Ich rede mit mir selbst. Das ist auch so eine Angewohnheit beim Let's Play. Rede ich irgendwie, sag ich immer so, dann mache ich mal da was rein, dann mal da was rein. Aber das müsst ihr einfach überhören. Das ist einfach nur, wenn ich hier die Gräben mache, rede ich nebenbei mit mir selbst. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Ich konzentriere mich sowieso eher aufs Spiel und nicht auf das, was ich sage. Und deswegen kann es manchmal ein bisschen ungewöhnlich sich anhören, was ich ja so sage. Aber das kennt man ja von mir. So, dann mache
ist auf der... Ach, ist die Schaufel kaputt? Gut. Dann renne ich mal wieder zur Werkbank. Ach, da hinten ist sie, ja. Hä? Haben wir es zwei gemacht? Und warum haben wir noch ein drittes Bett? Naja. Okay. So. Zwei, drei, vier. So, dann machen wir jetzt hier noch so einen Graben. Zwei, drei, vier. Zwei, drei, vier. Und an dieser Stelle nochmal, Moment, weg. An dieser Stelle nochmal Danke an Illustrator Art. Er hat mir nämlich dieses schöne YouTube-Layout da oben, dieses schöne Kanalbild gezeichnet. Und ich finde das wirklich sehr schön und sehr nett von ihm. Und nochmal Danke an ihn. Ich werde ihn auch jetzt auch immer unter jedem Video verlinken. Also schaut auf jeden Fall bei ihm auf dem Kanal mal vorbei. Er hat auch einen Gaming-Kanal, der nennt sich Illustrator Games. Und da macht noch nicht so lange da Videos, aber halt ab und zu mal. Und also ich denke, es solltet auf jeden Fall mal bei ihm vorbeischauen. Also damit tut er mir und ihm einen Gefallen. So, also guckt einfach mal bei ihm vorbei. Ich verlinke ihn jetzt auch immer unter den Videos. Und ja, guckt einfach mal rein bei ihm. So, und dann gucke ich jetzt immer hier die Gräben. 1, 2, 3, 4. So. Und es wird doch schon wieder Nacht. Wie oft es immer Nacht wird in Minecraft. 1, 2, 3, 4. Dabei wird es eigentlich immer... Das war jetzt ja super schlau. Dabei wird es ja normalerweise eigentlich immer nur alle 11 Minuten Nacht. Also Tageszeiten sind eigentlich immer nur alle 11 Minuten wechseln die. Aber trotzdem kommt es mir so vor, als würden die alle 5 Minuten wechseln. Zwei, drei, vier, oder auch nicht. Ich lege mich jetzt erstmal schlafen, oder nee, ich mache hier noch den Graben. So, dann ist noch hier. So, jetzt lege ich mich aber schlafen. Wie elegant ich gerade aufs Bett gesprungen bin. Das lernt man halt im Laufe des Let's Plays, solche eleganten Sprünge. Guck ich mir das Ganze mal aus der Luft an. Gucken, hoffentlich bekommen wir gleich irgendwie mal den Achter, ist er ja. Ja, es sieht eigentlich ganz gut aus, wie es jetzt so ist. Was es noch fehlt, ist eigentlich nichts. Wir müssen jetzt, was wir jetzt auf jeden Fall mal machen müssen, ist, wir müssen mal rüber zum Haus und mal ein paar Sachen im Lagerraum mal weglegen. Und was ich mir auch mal überlegt habe, ist, ich werde nämlich... ach, da ist ja der Hase da und da ist auch schon der Jimmy und schon wieder so ein kleines Viech, was wir im Moment noch nicht brauchen. Legen wir mal ein bisschen Erde weg. Ach, dass wir irgendwann mal Erde in die Truhe weglegen werden, das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil wir haben sonst immer so viel Erde gebraucht. Das müssen wir haben wir auf einmal zu viel. Nehme ich mal ein bisschen mehr Kobbeln mal mit. Also ein Stack. So, Kies, weiß ich nicht, können wir erstmal weglegen. Da oben. Feuerstein, wo habe ich denn? Ach, der Lagerraum ist auch so. Klein ist er nicht, aber ich denke, wir werden auf jeden Fall demnächst nochmal ein bisschen vergrößern. Einfach so, dass wir uns mal so ein bisschen darauf vorbereiten, dass er irgendwann mal ein bisschen größer werden kann. So, die Monster-Sachen, wo sind die denn jetzt da oben? Ich hoffe mal, unglaublich lange, dass ich registriert habe, wo sich welche Truhe befindet. Aber ist ja auch nicht so schlimm, wir haben ja Zeit. Genau, die Samen kann ich auch mal mitnehmen.
Kürbisse können wir. Na gut, dafür sind die Felder nicht gemacht. Obwohl, würde schon hinhauen von der Größe, wenn ich was auch richtig überlege, aber nein, das brauchen wir da jetzt nicht unbedingt. Dafür machen wir dann noch mehr extra andere Felder. Die Felder ist kein Platz dafür. Da kommen jetzt erstmal Weizen, Kartoffeln, Karotten und was gibt's sonst noch? Naja gut, müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich dann doch Kürbisse. Ne, das kennen wir schon in- und auswendig, dieses Lied. Das muss ich mal kurz ändern. Gucken, nicht mal das. Ach, das hatten wir überhaupt gerade, oder? Ich weiß was anderes. So. Was wollte ich eigentlich gerade machen? Genau, Tiersachen weglegen, die Federn. Feuerstein, wozu gehört das denn jetzt schon wieder? Haben wir es bei Kies reingelegt? Ach nee, ich glaube, wir hatten noch gar keinen Feuerstein. Dann kann ich ja eigentlich mal aus der Feder hier, das dann mal hier an der Werkbank einfach mal den Feuerstein dafür verarbeiten, um 4 Pfeile herzustellen. Kann ja nie schaden. So, brauchen wir noch Fleisch weglegen. Und dann Eimer. Haben wir noch nie Eimer gehabt? Scheint nicht so. Gut, dann machen wir eben mal 2 Eimer. Ach, 2. So. So, dann haben wir jetzt auch Wasser. Und ja, damit ist die Folge auch schon wieder voll. Und das würde ich sagen, machen wir doch einfach weiter in der nächsten Folge. Also, bis zum nächsten Mal.